In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde der Nacht, zum 22. Tag des Horror-Adventskalenders. Und der Titel der heutigen Geschichte lautet Chuckys Schwester. Beth hatte eine schwere Zeit. Vor einigen Wochen war ihre Mutter tot in einem Waldstück gefunden worden. Die Polizei suchte mit Hochdruck nach dem Mörder. Denn eins war klar, Beths Mutter war keines natürlichen Todes gestorben. Sie war vollkommen entstellt, von einem Jogger aufgefunden worden. Beths Vater tat alles, um seine Tochter über den schweren Verlust hinwegzuhelfen. Eines Abends saßen die beiden gerade an dem Tisch in der Küche und aßen zu Abend, als es an der Tür klingelte. Beth ging zur Haustür, aber als sie sie öffnete, war niemand da. Sie blickte nach unten und sah ein Paket auf der Fußmatte direkt unter ihr stehen. Sie hob es auf und brachte es in die Küche zu ihrem Vater. Auf dem Paket war keinerlei Absender zu erkennen, nur ein kleiner Zettel mit der Aufschrift »Das ist für Beth«. Beth öffnete das Paket und zum Vorschein kam eine Puppe. Sie starrte die beiden an. Beth war nicht sonderlich begeistert von ihr, denn das breite Grinsen in ihrem Gesicht war irgendwie bedrohlich. Der Vater ermunterte sie, die Puppe ganz auszupacken. »Die ist bestimmt von deiner Tante Annie, typisch.« Beth lächelte ihm zu, dass auch er schwer unter dem Tod der Mutter litt und sie wollte ihm keinen Kummer bereiten. Aber als sie abends ins Bett ging, setzte sie die unheimliche Puppe auf einen Sessel im Wohnzimmer. Erleichtert ging sie die Treppe zu ihrem Zimmer hinauf und legte sich schlafen. Aber in dieser Nacht wurde sie von einem furchtbaren Albtraum gequält. Im Traum hörte sie eine Stimme direkt neben ihrem Ohr, die flüsterte: »Beth, ich stehe an der Treppe und ich komme jetzt. Beth, ich stehe vor deiner Türe und ich komme jetzt. Beth, ich stehe direkt neben dir und ich werde dich jetzt umbringen. Oder nein, Beth, ich weiß etwas viel Besseres. Ich gehe jetzt zu deinem Vater und ersteche ihn, genauso wie ich es mit deiner Mutter getan habe.« Dann hörte Beth nur noch ein irres Lachen. Das Mädchen schreckte schweißgebadet auf und rannte sofort zum Schlafzimmer ihrer Eltern, um zu sehen, ob es ihrem Vater gut ging. Sie riss die Tür auf und blieb im gleichen Augenblick wie angewurzelt stehen. Ihr Vater lag in seinem Bett, alles war voller Blut. Er war tot. Beth wurde ohnmächtig. Als sie die Augen wieder aufschlug, lag sie auf dem Boden und über ihr stand die Puppe. Sie lachte laut auf und hielt ein Messer in der Hand. »Und jetzt bist du dran, meine Kleine. Leider muss ich mich ja jetzt um alles kümmern, seit mein Bruder immer so beschäftigt ist.« Das Letzte, was Beth sah, war die Puppe, wie sie in einem Satz auf sie zusprang und dabei rief: »Ich bin Chuckys Schwester.« Zu dieser Zeit häuften sich die unerklärlichen und grausamen Morde in der Gegend. Die Polizei war machtlos. Den einzigen Anhaltspunkt, den die zuständigen Beamten hatten, war, dass alle Opfer am Tag vor ihrer Ermordung ein Paket ohne Absender zugestellt bekommen hatten. Die Mordfälle konnten nie aufgeklärt werden. Und das war es auch schon wieder von dieser Geschichte. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns wieder beim nächsten Video.